Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Maya-Kalender am 3. August 2019. In diesem ganz präzisen Maya-Kalender gibt es 20 Wellen. Die Wellen bedeuten Frequenzen, Töne, Schwingungen. Eine Welle dauert 13 Tage lang. Die Zahl 20 und die Zahl 13 sind die heiligen Zahlen, die Mayas. Wir befinden uns gerade im 19. Welle und es dauert bis 14. August 2019. In dieser Welle regiert Men. Men bedeutet übersetzt Adler. Das ist die Welle der Vision. Adler trägt uns in die Höhe. Jetzt können wir unserem Leben aus einer höheren Perspektive aus betrachten. So haben wir einen Weitblick. Der Adler gilt auch als Botschafter. Wir sollen auf die Gedanken achten, die Qualität unserer Gedanken und Glaubenssätze. Welche Sätze halten uns klein? Das sollen wir verändern. Das ist gerade die Welle, die Träumen, Visualisierung, Meditation. Unsere Vision wird unser Projekt sein. Hier lernen wir ein Gesetz der Anziehungskraft. Gleiche zieht Gleiche an. In dieser Zeit bekommen wir wichtige Informationen, öffnet sich neue Türen, neue Möglichkeiten und haben wir einen Weitblick. Der heutige Tag ist der zweite Tag dieser Welle. Die Zahl 2 wurde so gezeichnet bei die Maya und bedeutet Polarität. Die beiden Seiten, die Münzen anschauen oder ausgleichen, vergleichen. Wichtig ist auch das innere Gleichgewicht. Zahl 2 bedeutet auch Beziehung oder ein Vertrag. Die heutige Tagesenergie ist Kip und bedeutet Eule. Eule oder Kip verbindet uns mit unserem Ahnen. Da kommen auch die Erinnerungen. Oder kehrt jemand zurück von Vergangenheit. Wir bekommen auch Unterstützung. Wir sollen aber etwas verkraften, etwas verdauen, etwas bereinigen oder heilen. Was sehr gut ist, heute einen Kraftort aufsuchen, wo wir wieder die Kraft, die Ruhe bekommen. Die heutige Krafttier ist selbstverständlich Eule. Und das war die Botschaft aus diesem Maya-Kalender. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal. Eure Dendera Susanna Medici.